Liebe Schottlandfreunde, heute möchte ich Ihnen eine ganz neue Schlossunterkunft auf den äußeren Hebriden vorstellen. Und zwar das Lewis Castle in Stornoway auf der Insel Lewis, das erst kürzlich in den Verbund der 5-Sterne-Unterkünfte von Luxury Scotland aufgenommen wurde. Dieses Herrenhaus oberhalb des Hafens von Stornoway, der Inselhauptstadt von Lewis, wurde in den vergangenen Jahren umfangreich renoviert und stellt jetzt eine einzigartige Luxusunterkunft mit insgesamt 23 Zimmern dar. Diese können individuell in gemütliche Apartments und sehr komfortable Suiten mit bis zu 3 Schlafräumen aufgeteilt werden. Um ein Höchstmaß an Privatsphäre zu gewährleisten, werden diese Unterkünfte als Selbstverpflegung angeboten. Ein gut gefüllter Kühlschrank bei Ankunft sorgt dafür, dass die Bedürfnisse des ersten Abendessens und Frühstücks am nächsten Morgen gesichert sind. Weitere Lebensmittel und Mahlzeiten können zusätzlich vorab bestellt werden. Stornoway lässt sich sehr leicht mit einer circa 2,5-stündigen Überfahrt von Allerpool mit Calmac Ferries erreichen. Oder Sie nehmen einen circa 1-stündigen Flug, zum Beispiel von Glasgow mit Loganair. Auf den äußeren Hebriden angekommen, gibt es dort sehr viel zu entdecken, von Walen und Delfinen über den berühmten Harris Tweed bis hin zu einer Whisky- und Gin-Destillerie. Die besonderen Erfahrungen, die ich ganz persönlich mit den äußeren Hebriden verbinde, sind meine bisher einzige Landung auf einem Strand in Barra im Süden der äußeren Hebriden, meine durchaus mystischen Erfahrungen beim Besuch des Steinkreises von Callanish auf Lewis und mein noch immer lebendiger Traum eines Beachvolleyballturnieres auf einem der herrlichen Sandstrände von Harris. Schauen Sie sich diese neue Castle-Unterkunft doch einmal genauer an. Weitere Informationen zu Lewis Castle und anderen Unterkunftsempfehlungen von mir finden Sie unten. Bis zum nächsten Mal, Ihr Schottlandist.